Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Marco. Ja, heute schon den 7. Dezember und dementsprechend unser siebtes Fläschchen. Ein Whisky mit einer schönen, leicht goldenen, vielleicht ein klein bisschen ins bräunlich gehenden Farbe. Wir haben im Glas einen Aberfeldy 18 Jahre und dort eine Sonderabfüllung, nämlich Paul Jack oder Paul Jack Red Wine Cask Finish. Fassnummer 2920, 43 Volumenprozent, ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration. Das Fläschchen liegt bei roundabout 100 Euro. Und ich erwarte einen eher milden, gefälligen Whisky mit einem hoffentlich schönen Weincharakter. Und schauen wir mal, ob dem auch wirklich so ist. Die erste Nase ist relativ verhalten, weich. Ich habe so einen richtig schönen roten Schneewittchenapfel, ein bisschen Brombeere. Ein ganz klein bisschen Bitternis, ich vermute von dem Weinfass. Die 43 Volumenprozent sind, wie bei den letzten 43 Volumenprozent auch schon, die merke ich fast gar nicht. Meiner Meinung nach ja kein gutes Zeichen, weil 43 Volumenprozent sind 43 Volumenprozent. Aber die sind wirklich mild und weich da. Nichts, was irgendwie, was aufdringlich oder kräftig böse ist. Jetzt kommt eine leichte Weinigkeit mit rein. Also für mich die Nase sehr, sehr galant, sehr weich, sehr gefällig. Und ja, dann schauen wir mal, was wir denn so schmecken. Okay. Da sind die 43 Volumenprozent doch. Ein bisschen Alkohol merke ich jetzt schon. Ich habe weiterhin diesen Schneewittchenapfel am Gaumen. Ein bisschen Birne. Die Brombeere, kann auch eine Heidelbeere sein, kommt durch. Ich habe eine leicht weinige Note. Und jetzt kommen schön an den Seitensträngen, lagern sich die Tannine vom Wein ab. Also eine leichte Holzigkeit, aber nicht so intensiv. Die 43 Volumenprozent sind total charmant und weich. Überhaupt nichts, was irgendwie eckt oder kantet. Ich habe eine ganz leichte Wärme. Ich würde das Finish als mittellang, vielleicht sogar kurz bezeichnen. Und da ich den Großteil der Whiskys ja tatsächlich auch auf dem Papier ausgesucht habe für den Adventskalender, bin ich jetzt mal ein Arsch. Für mich persönlich bisher ein wirklich leckerer Whisky, aber ich glaube der schwächste, den wir bisher hatten. Umso mehr, wenn ich auf meinen Zettel springse und auf morgen gucke, kann ich euch versprechen, morgen wird es wieder kräftig. Und ja, bin mal gespannt, wie ihr den Aberfeldy findet und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Alles Liebe, bis morgen. Tschüss.